Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Dark Souls. Wir begeben uns mal in die Katakomben der Giganten zurück und werden dort heute uns um den letzten Feind, der hier noch auf uns lauert, uns kümmern. Ich glaube, das ist das erste Leuchtfeuer hier unten. Ja, da wo Patches war. Beziehungsweise ist, der ist ja immer noch hier. Okay. Ich glaube, wenn ihr den Endboss hier unten gekillt habt, wird Patches nach oben wandern. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Hier gab es eine ganz einfache Möglichkeit, ganz schnell durchzukommen. Ihr konntet irgendwo an der richtigen Stelle einfach runterspringen. Und euch so mehr oder weniger die ganzen Gegner sparen. Also, hier ist das nächste Leuchtfeuer. Wir setzen uns mal da dran. Falls ich den sterbe, damit ich hier ganz schnell wieder hoch kann. Hier können wir einfach vorbeilaufen. Hier konnte man ganz gemütlich abkürzen, aber ich weiß es leider nicht mehr ganz genau, wie das ging. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Symbol aufgetaucht. Allerdings ist das noch nicht das. Was wir aber jetzt nicht mehr brauchen, ist die Sonnenlichtmade. Denn hier unten könnt ihr wieder ganz normal sehen. Oder ziemlich normal, sage ich jetzt mal. Wie ihr schon sehen könnt, jetzt macht euch natürlich der Bogenschütze ach komm schon. Also ihr seht schon, das ist somit das größte Problem bei den Türmen hier, dass die sich eben auch in den Boden verziehen können. Jetzt brauche ich natürlich dann die Made wieder. Um was zu sehen. So. Jetzt aber. Ich denke, ich werde die machen, wie ich es davor gemacht habe mit dem Bogen. Und zwar hier in der Ecke. Okay. Du musst doch da nicht extra runterspringen.
So, jetzt gucken wir mal nach, ob die Feuerräder wieder da sind. Ja. Und ich glaube, da oben war noch eins, ne? Vielleicht auch nicht. Falls jetzt noch eins ist, kann ich mir das auch im Nahkampf krallen. Hier sind noch ein paar weiße Gegenstände, weiße Brocken und so. Also die lassen sich... Ah, doch, da oben ist noch einer. Die lassen sich hier auch relativ einfach sammeln an den Flammenrädern hier. So, und bevor wir jetzt hier durchgehen, werde ich meine Waffe austauschen. Und zwar benutzen wir die verstärkte Keule. Dann gehen wir hier durch den Nebel. Und hier ist jetzt eine ganz gemeine Stelle, denn wenn wir hier runterspringen, nehmen wir erstmal ein bisschen Damage. Und werden auch direkt von Nito hier angegriffen. Als wir das letzte Mal hier waren, wurden wir mit einem Sarg hier gebracht. Das fand er noch ganz nett. Aber dieses Mal ist er nicht so happy darüber, dass wir hier sind. Vielleicht kann er es spüren, dass wir mit nicht so schönen Vorsätzen hier sind. Was ihr zuerst mal als allererstes machen wollt, ist euch heilen. Und der Grund, warum wir diese Bewaffnung dabei haben, ist, Nito bringt euch drei Freunde mit. Und zwar drei kleine Skelette hier, die wir direkt erledigen wollen. Autsch. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen mit der Fortbewegung, denn er hat noch andere Skelette hier. Das Wichtige ist, wenn ihr die Skelette nicht mit Nitos, also nicht mit eurer Waffe erledigt, dann werden die immer wieder aufstehen. Und da wir das natürlich nicht wollen, müssen wir uns ein bisschen in Sicherheit bringen. Davon solltet ihr euch nicht greifen lassen. Jetzt ist natürlich nicht so schön. Wir spammen die Angriffstasten, um uns zu befreien. Und befreien uns mal von dem da. Wenn er das hier macht, geht ihr auf Abstand. Oder ihr blockt einfach. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir nicht zu weit weggehen von dem Startplatz, wo wir angefangen haben zu kämpfen. Ansonsten wichtig ist noch, wenn ihr ziemlich nah an ihm dran seid, seid ihr auch ziemlich sicher vor ihm, da er euch nicht treffen wird, wenn ihr in ihm drin steht. Das Einzige, worauf ihr hier Acht geben müsst, ist dann natürlich sein Griff und die Druckwelle hier. Da konnten wir nicht weit genug weg. Aber auch das ist nicht das Problem, das blocken wir so. Habe ich wieder erwischt. Wir spammen die Angriffs- und Verteidigungstaste, um uns zu befreien. Dann hat er uns gar keinen Damage gemacht. Was ihr sehen könnt, ist, dass wir natürlich nicht besonders viel Damage machen mit der Keule. Aber das soll uns nicht stören, denn gefährlich ist Nito nicht. Wir blocken wieder. Und dann gibt es wieder richtig schön auf die Fresse, weil während er uns sowieso nicht treffen kann.
Und dann hat es auch Nito erledigt. Und jetzt, wo Nito stirbt, kann ich euch gerne zeigen, warum wir aufpassen müssen. Ihr seht, hier hinten liegen drei zerbröselte, gigantische Skelette. Wenn ihr zu nahe hier hinten zu seinem Sarg geht, werdet ihr auch die Aufmerksamkeit von den drei riesigen Skeletten auf euch ziehen. Und solange Nito am Leben ist, können diese Skelette eigentlich nicht sterben. Und dafür habe ich die heilige Waffe benutzt, denn mit der heiligen Waffe könnt ihr ganz entspannt die Skelette dann einfach töten und sie dann so aus dem Bosskampf rausnehmen. Und das ist dann eigentlich auch das Schwerste an dem Bosskampf. Hier hinten lag irgendwo ein Item, und zwar hier finden wir die Paladin-Rüstung. Diese findet ihr nur, wenn ihr den Paladin auch wirklich erledigt habt. Wo ist sie denn? Held von Leroy, dem Paladin. Vor vielen, vielen Jahren wuchs dem Weißen Pfad sein erster Untoter, ein Paladin in goldener Rüstung. Mit dem legendären Schätzen Grant und Sanctus zog Leroy ins Götterland Lordran und begann so die erste Untote-Mission des Weißen Pfades. Ist natürlich sehr schön. Da ist die Rüstung. Ich muss sagen, ich mag die Paladin-Rüstung. Das war... Die ist relativ vom Gewicht her und so weiter, ist sie noch relativ ausgewogen. Hat gute Resistenz, sieht auch ganz cool aus. War, die hatte ich immer sehr häufig getragen, wenn ich das Spiel gespielt habe. Einfach weil sie sehr gut aussieht. Das war aber noch bevor sie die ganzen... Rüstungssets abgeändert haben. Dann können wir jetzt hier das Leuchtfeuer entzünden und uns von hier verpissen. Denn jetzt haben wir auch Nito erledigt. Jetzt brauchen wir auch die funkelnde okkulte Keule, okkult sage ich, die heilige Keule nicht mehr. Was ihr theoretisch auch hätte tun können, ist jetzt an sich gar nicht mal so schwer, ist, nachdem ihr die drei Skelette getötet habt, euch in Nito reinstellen und dann eure Waffe wieder wechseln. An sich ist es nicht besonders schwer, das hinzubekommen. So aggressiv ist er nicht. Dann würde ich mal sagen, wir ballern noch ein bisschen was in unsere Intelligenz. Kann ich denn jetzt irgendwie schon was Neues ausrüsten? Sieht nicht danach aus. Die könnte ich benutzen, aber die ist nicht besonders stark. Die Kristallene hätte ich gerne. Ja, dafür müssen wir erstmal auf 25. Das müsste der Shotgun-Zauber sein. So, dann haben wir auch das erledigt. Und damit sind wir jetzt auch da unten fertig. Ich könnte vielleicht noch ein paar Seelen benutzen, um aufzusteigen. Wie viel haben wir denn? Ah, doch, ich habe einiges. Hätte ich vielleicht doch gleich benutzen können. Ein bisschen leveln, denke ich mal. Ein, zwei Level sind sicher dran. Wir haben jetzt nämlich eigentlich auch nun nicht mehr viel vor uns. Wir haben noch zwei Bosse, ein optionales Gebiet, wo ich als letztes hingehen möchte. Und ja gut, da ist ein Mini-Boss in dem optionalen Gebiet. Und dann haben wir es eigentlich auch. Endboss und das war's. Und der Endboss hier ist vergleichsweise einfach. So ein bisschen Souls-Tradition. Was man noch dazu sagen muss, ist zu dem Endboss, aber da gehen wir später noch drauf ein. Der ist sehr anfällig gegenüber Pyromantie. Diese Nahkampfzauber. Ich muss nachgucken, wie die heißen. Ich habe, glaube ich, sicher einen.
Ich habe eine dunkle Variante davon. Die sind extrem effektiv bei dem Boss, die mag er gar nicht. Also wenn ihr Probleme mit dem Boss habt, eine Pyromantie-Flamme leveln und... Was denn? Schwarze Flamme hier. Ansonsten auch die normalen Feuer... Ich glaube, er hat sogar die Nahkampf-Variante davon. Nein. Hier, Verbrennung. Verbrennung ist super. Ich frage mich jetzt, warum er mich danach gefragt hat, nach unten zu gehen. Denn ich habe sie eigentlich nie gesehen, die werte Dame. Für die besondere Pyromantie. Er fragt euch, und wenn ihr ihm das Ja gebt, geht er runter in den Sumpf und wird dort unten zur Hülle. Also, wenn ihr ihn am Leben halten wollt, müsst ihr ihn hier behalten. Lasst ihn auf keinen Fall in den Sumpf gehen. Ich weiß es gerade gar nicht, ob Rhea irgendwas Neues hat jetzt wo... Ich glaube, Rhea reagiert darauf, wenn wir Nitro getötet haben mit einem neuen Zauber. Kann mich aber auch irren, aber wir gucken einfach mal. Okay. Ah, sie hat gar nichts Neues, nein. Okay. Virion Nox ist das, ja, das ist so ein Gebetssatz, den die Kirche des Weißen Pfades hier gerne benutzt. Ich glaube, den haben wir aber auch schon gehört. Ich glaube, eine Sache gibt es hier noch am Schrein, die ich noch zeigen kann. Und zwar, wenn wir hier an der pendenden Schlange vorbeilaufen, müsste Patches jetzt hier sein. Ja, Patches hat sich hier hochgebracht. Wie viele von euch gibt's da? Ah. Wondrous treasures have I. At a special price for you. There you are. Have a nice look at them. Oh, relax. No more funny business out of me, my friend. Der gute Herr hier, erstmal können wir jetzt auf die Knie vor ihm fallen mit dieser neuen Geste. Und der gute Herr hier hat ein paar nützliche Items im Angebot. Ja, der göttliche Segen hier für 20.000, leicht überteuert, ne? Auch ansonsten ist seine Ausrüstung relativ teuer, glaube ich. Das Einzige, was mir einfällt, was billiger ist, sind, glaube ich, die Prismensteine. Er hat ein paar Wunder verkauft, einige interessante Waffen und unter anderem, ganz wichtig, hat er die drei Masken und das Kleriker-Set. Das heißt, wenn ihr nicht die richtige Maske bekommen habt, die ihr haben wolltet, spätestens hier könnt ihr euch eine davon kaufen. Nee. Ach, so ist das. Have you met that sunbathing Solaire? Yeah. Believe me on this one, bruv. He's a complete idiot. But he happens to be an awfully strong idiot. That's true. Just nod your head and keep him on your side. Ja, ein bisschen, nee, der hellste ist er wirklich nicht, Solaire. Was witzig ist, dass er auf die Sonne steht, aber er ist ein starker Begleiter. Ich mag Solaire. Wait, have you met Petrus? That self-proclaimed cleric? Believe me on this one, bruv. The man is scum. Don't you be fooled by his claims to do good. They're all the same, those rotten clerics. Das stimmt sogar. Also seine Hinweise sind nicht ganz falsch, denn Petrus hätte, wie gesagt, die nette Rhea ermordet. Boy, have you met Lautrec the Embraced? Believe me on this one, bruv. He's completely mad. He wouldn't think twice about cutting somebody down. Das stimmt auch. Especially if you've humanity to spare,
Das stimmt auch, ja. So seine Hinweise sind gut. I'm done with the looting. I'm a humble merchant now. And wondrous treasures have I. At a special price for you. Oh, das ist aber nett von dir. Come on. You can do better than that. Nobody likes a tightwad. You hear me? Ja, nee, erstmal nicht. Ich will meine Seelen zum Leveln benutzen. Dankeschön. Außerdem geht mir der Penner da auf den Sack. Aufstehen! No, no, I'm fine. I'm fine. Well and wide awake. Not treat me like an old withering snake. Ja, doch, auf jeden Fall. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Wie, guck mal, haben wir denn hier was, was wir ihm verkaufen können? Ich meine, ich könnte ihm die Augäpfel geben, aber. Wozu? Ich glaube, ich habe gar nichts Großartiges, was ich ihm geben könnte. Worüber er sich freuen würde. Und ich habe, ja, vielleicht das hier. Die doppelten Sachen kannst du gerne haben. Mir fehlen noch Gluten, soweit ich weiß. Fehlt mir eine Glut. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass ich die irgendwo übersehen habe. Ich meine, ich weiß, wo noch eine ist. Die kann ich im Moment noch nicht holen. Gut, ich meine, ich könnte sie holen, aber wäre Suizid. Hier haben wir sowieso nichts Doppeltes. Das wird erst im New Game Plus wirklich relevant. Farewell. Aber hey, zumindest haben wir da seine doppelte Kristallschwert losgeworden. Wunderbar. Fehlt nicht mal viel für einen weiteren Level. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt, wir sind eigentlich schon ziemlich gut am Ende unseres Parts angekommen. Ich werde dann hier die Episode beenden und beim nächsten Mal sehen wir uns dann hier wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Euer Tridi.